Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Tutorials, meine Lieben. Heute häkeln wir diesen wunderschönen Schlauchschal. Abgesehen davon, dass die Farben wunderschön sind, kommt auch hier das Muster sehr schön zur Geltung. Ist ein ganz locker, leichtes Muster. Die Maschen sind schön weich und locker gehäkelt, damit das genau das Richtige für den Frühling oder für den Herbstanfang ist und ihr nicht gleich unter einer Wärmeglocke ersticken müsst. Das ist ein einfacher Schlauchschal. Wenn ihr den zweimal um den Hals legen wollt, müsst ihr ungefähr 80 Luftmaschen anschlagen. Ich habe den jetzt hier auf 60 Luftmaschen gemacht. Könnt ihr also einmal wunderbar um euren Hals legen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem wunderschönen, einfachen Grundschal. Und jetzt geht's los. Für die Anleitung habe ich von Hobby das Universe verwendet. Das ist ein wunderschönes Farbverlaufsgarn mit einem leichten Glitzerfaden. Total weich, angenehm und ich finde auch, dass der Faden, dieser kleine Glitzerfaden, überhaupt nicht stört. Und den merkt man wirklich überhaupt nicht, falls ihr Angst habt, dass das Garn kratzen sollte. Des Weiteren verwende ich eine Klovernadel in der Stärke 4,5. Nehmt ruhig eine etwas größere Nadel und schreckt nicht ab davor, dass das Garn so dünn ist, weil ihr könnt damit die Maschen wirklich schön locker und weich häkeln, dass ihr einen schönen weichen Schal bekommt. So, für die Anleitung nehme ich ja jetzt hier mal so ein angefangenes Garn, was ich hier noch rumliegen habe. Und wir fangen an mit einer Anfangsschlaufe. Und jetzt schlagt ihr erstmal so viele Luftmaschen an, bis ihr auf ca. 60 cm seid. Legt das neben ein Maßband oder ein Holzstock, was ihr zu Hause habt. Ihr könnt natürlich auch einfach 10 cm nehmen und so viele Maschen, wie in die 10 cm reinpassen, nehmt ihr insgesamt mal 6 für 60 cm. Und ich schlage jetzt mal probeweise ein paar Luftmaschen an und ich zeige euch dann, wie es weitergeht. Ich habe jetzt mal 30 Luftmaschen angeschlagen. Das dürften so ungefähr 20 cm sein. Ist jetzt nur zum Zeigen für euch. Wenn ihr den Schal doppelt um euren Hals legen wollt, dann müsst ihr so 80 cm Luftmaschen anschlagen. Wenn ihr einen einfachen Loop haben wollt, dann reichen 60 Luftmaschen auf jeden Fall aus. So, jetzt, wenn ihr eure Luftmaschenkette angeschlagen habt, bis ihr auf 60 cm seid, häkeln wir jetzt in jede Masche eine feste Masche. Achtet darauf, häkelt die wirklich super locker. So locker, wie es euch geht, weil es mir nämlich passiert, hier beim Anfang ist es ein bisschen fest geworden und jetzt ist hier unten das Stück etwas stramm. Es geht natürlich locker über den Kopf. Hier oben am Ende habe ich dann die Luftmaschenkette so locker gehäkelt, wie ich das jetzt mache. Und jetzt seht ihr, ist das schön elastisch. Also schön drauf achten, damit euch nicht derselbe Fehler passiert. Ich häkle jetzt in jede Masche eine feste Masche. Mache ich übrigens aus dem Grund, wenn ihr jetzt 60 Luftmaschen angeschlagen habt, kann es passieren, dass die Luftmaschenkette sich verdreht. Und damit das jetzt bei so einer Masse an Luftmaschen nicht passiert, häkeln wir jetzt erstmal eine Reihe feste Maschen zurück. Ich mache das jetzt bis zum Reihenende und dann sehen wir uns wieder. Ich bin fertig mit meiner Reihe festen Maschen in die Luftmaschen und ihr seht, es ist schön weich und elastisch. Jetzt geht es weiter. Jetzt könnt ihr natürlich auch schön kontrollieren, damit das nicht verdreht ist. Und jetzt verschließen wir das Ganze zu einem. So rum. So, jetzt. Und jetzt verschließen wir das Ganze zu einer Runde, weil wir wollen ja einen Rundschal häkeln. So, der Endfaden kann nach innen und der liegt natürlich unten. Und jetzt stechen wir hier vorne in die erste Masche ein und wir häkeln eine Kettmasche. Jetzt ist das Ganze verschlossen zu einer Runde und ihr seht, nichts verdreht. Jetzt geht es weiter. Ihr häkelt jetzt drei Luftmaschen für die Höhe. 1, 2, 3.
Und jetzt wird in jeder der festen Maschen ein Stäbchen gehäkelt. Geht wieder ganz einfach, weil ihr braucht nichts machen, außer in jede Masche ein Stäbchen zu häkeln. Das macht ihr wieder die komplette Runde. Wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns natürlich wieder und dann zeige ich euch, wie das mit dem Muster weitergeht. Aber jetzt häkeln wir erstmal unsere Reihe feste Maschen. Aber jetzt häkeln wir erstmal unsere komplette Reihe Stäbchen. Ich bin wieder in der letzten Masche angekommen, häkle jetzt mein letztes Stäbchen. Und jetzt steche ich hier oben in die dritte Masche, in die dritte Luftmasche ein. Und da häkle ich eine Kettmasche, um das Ganze zu einer Runde zu verschließen. Am Ende, weil ihr jetzt seht, habt ihr hier diese kleine Ecke. Nehmt ihr den Faden, stecht hier drüben in die feste Masche ein und näht den Faden einfach ein und dann habt ihr das Ganze hier unten auch zu einer Runde verschlossen und dann habt ihr hier nicht so eine kleine Ecke. Geht's aber mit dem Muster los. Wir starten wieder mit drei Luftmaschen. Und jetzt werden Reliefstäbchen gehäkelt. Das heißt, wir fangen an hier vorne mit unserem ersten Stäbchen und hier häkeln wir ein vorderes Reliefstäbchen. Von vorne seitlich in die Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln. Zweimal abmaschen. Dann kommt das nächste Stäbchen. Hier einfach von hinten seitlich einstechen, Faden zurückholen und das Stäbchen abmaschen. Jetzt wieder von vorne. Das nächste wieder von hinten. Immer im Wechsel Reliefstäbchen häkeln. Das macht ihr die komplette Runde. Und das ist auch das Schöne an dem Muster. Es ist wirklich ein super einfaches Muster und hat einen wunderschönen Effekt. Das habt ihr ja schon am fertigen Schal gesehen. Hier ist jetzt das Problem. Hier fängt die nächste Farbe erst relativ spät an. Würde natürlich anders aussehen, wenn ich einen 60 cm langen Schlauchschal gemacht hätte. Hier bei meinem Muster kommt das jetzt natürlich nicht so schön zur Geltung. Aber ist ja auch nur zum Zeigen. So, jetzt haben wir ein paar vordere und hintere Reliefstäbchen gemacht. Ihr macht das jetzt die komplette Runde im Wechsel weiter und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich bin wieder am Rundenende angekommen. Hier kommt jetzt nochmal ein vorderes Reliefstäbchen. Und jetzt sind wir wieder hier bei den drei Luftmaschen vom Anfang. Ich steche oben die dritte ein, häkle eine Kettmasche. So. Jetzt kommen wieder drei Luftmaschen für die Höhe. Das Stäbchen bleibt hier einfach das Anfangsstäbchen. Das sieht man dann im Muster überhaupt nicht. Und jetzt haben wir ja hier als erstes das vordere, dann kommt das hintere. Und jetzt müssen wir hier, wo das vordere ist, ein hinteres häkeln. Das heißt, wir holen jetzt das, was vorne liegt, einfach nach hinten mit einem hinteren Reliefstäbchen. Und das hintere, was hier im Hintergrund ist, holen wir jetzt mit einem vorderen Reliefstäbchen nach vorne. Und dann kommt wieder ein vorderes, das heißt, wir müssen von hinten einstechen, holen das nach hinten. Und bei diesem Muster müsst ihr wirklich nicht aufpassen, ihr könnt einfach so vor dem Fernseher vor euch hin häkeln und ja, einfach euren schönen Schlauchschal häkeln. Ohne Probleme. So, ich mache die Runde jetzt wieder fertig, weil ihr macht ja jetzt wirklich die ganze Zeit, bis ihr eure gewünschte Höhe habt. Meine ist 25 cm hoch. Immer dasselbe. Ihr könnt ihr natürlich auch so breit machen, wie ihr das für richtig haltet und auch doppelt so breit, wenn ihr ihn doppelt um den Hals legen wollt, nämlich 80 cm. Jetzt kommt auch langsam der Farbverlauf durch. Also ich mache jetzt die Runde fertig und dann sehen wir uns wieder. Ich bin wieder an meinem Rundenende angekommen, mache mein letztes hinteres Reliefstäbchen und wieder eine Kettmasche in die dritte Masche. So, wieder drei Luftmaschen für die Höhe und dann geht es wieder von vorne los. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich natürlich ein hinteres zuerst und deswegen muss ich jetzt ein vorderes Reliefstäbchen machen. So.
Und jetzt kommt hier wieder das vordere, dann macht ihr ein hinteres. Und jetzt macht ihr das einfach so weiter, so lange, bis ihr eure gewünschte Höhe von eurem Loop habt. Natürlich erkennt ihr das Muster jetzt noch nicht ganz so gut, aber ich verspreche euch, das sieht am Ende genauso schön aus wie hier mein fertiger Loopschal. Wenn ihr dann fertig seid, ich mache jetzt mal die Runde wieder auf. Und ihr sagt, okay, ich habe jetzt meine gewünschte Höhe erreicht. Macht ihr eine Luftmasche und dann häkelt ihr ganz easy und locker, das ist wirklich das Wichtigste, in jede Masche eine feste Masche, damit ihr einen schönen Abschluss habt von eurem Loopschal. Mehr musste ich euch nicht zeigen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung trotzdem gefallen, weil sie ja wirklich super easy ist. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr das nachgemacht habt, könnt ihr mir gerne euren Schal bei Instagram zeigen. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials. Ach übrigens, wenn ihr das Muster gerne mal als Deckenmuster zum Beispiel machen wollt, habe ich euch hier oben rechts noch ein Video verlinkt. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.